Wir schauen uns als nächstes an, wie man Texte vorverarbeitet. Das wird im Prinzip ist ein fokussierter Blick auf die Vorverarbeitung, wie für das Information, wie dieser Pre-Processing-Schritt für das Information Retrieval relevant ist. Und wir sparen uns aber eine Reihe von anderen Möglichkeiten, die in der Sprachverarbeitung eine Rolle spielen. Betrachten Sie auf der linken Seite ein formatiertes Dokument, ein Buch, die erste Seite eines Buchs aus dem ersten Kapitel, und auf der rechten Seite eine Textrepräsentation des Dokuments, wie sie aus dem formatierten Dokument, das heißt aus diesem Binärformat, es handelt sich um ein PDF, mit Hilfe des Kommandozeilenwerkzeugs PDF to Text erzeugt wurde. Sie werden wahrscheinlich nicht viel lesen können. Ich kann gegebenenfalls ein bisschen hineinzoomen. Das mache ich mal. Einfach nur, damit man es ein bisschen besser sieht. Das blenden wir aus. So, geht schon ein bisschen besser, denke ich. So, was ist denn alles gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen bei dieser Konvertierung? So, genau. Wo sehen Sie das Wasserzeichen? Naja, steht jetzt oben mal FT oder sowas da, wo Sie gerade mit dem Kurs. Genau. Und irgendwie ist das hier zerlegt worden. So richtig hat das Programm PDF to Text das nicht verstanden, dass das im Prinzip ein Wort ist, sondern irgendwie sind die Buchstaben wild verteilt. Nicht über den ganzen Text hier, aber so richtig funktioniert es nicht. Das ist schlecht gelaufen. Ein Wort haben wir verloren. Das kann man auch nicht rekonstruieren an dieser Stelle. Was noch? Ja. Die Zwischenüberschriften, die jetzt am linken Rand hier eingefügt sind, ja. Mit PDF, die sind halt, das Conversation Agent ist davor gelandet und der Rest ist dahinter gelandet. Ja, ganz genau. Sieht man auch. Das sind im Prinzip Metainformationen, die den LeserInnen helfen sollen, des Buchs an bestimmte Stellen schnell hineinzuspringen. Und diese Information ist zwar noch vorhanden, allerdings nicht mehr wirklich zugeordnet, den einzelnen Absätzen. Was noch? Sie hatten auch noch aufgezeigt. Ich weiß nicht, einer. Ja, ich wollte noch was sagen. Alles klar. Ja, was noch? Was fällt Ihnen noch auf? Ja. Die Wichtigkeit der verschiedenen Überschriften oder so wird einfach gleich gemacht, also sowas wie Chapter 1 Introduction. Ja. Genau, also wir haben einfach nur noch eine Textebene hier. Es gibt keinerlei Unterscheidung mehr zwischen großem Text und kleinem Text. Das heißt, die Font-Sizes sind verschwunden und generell auch die Information, die uns natürlich einfach geläufig ist, dass es sich hierbei um eine Überschrift handelt und um den Rest einfach nur um Fließtext, beziehungsweise sich hierbei um ein Zitat oder etwas Ähnliches handelt, ist vollkommen verloren gegangen. Es ist einfach alles auf einer Textgröße hintereinander weg, mehr oder weniger. Was noch? Ja. Unten die Aufzählungspunkte, also like the following, und dann haben wir noch Aufzählungen, Punkte und Aufzählungen, ja. Das hat halt auch zerstückelt durch durch Teilüberschriften. Ja, also ich sag mal so, die Aufzählung ist getrennt, das stimmt. Ja, haben Sie recht. Aber die Aufzählung selbst ist erhalten. Die Aufzählung ist aber von dem, wohin Sie die logische Zuordnung. Ja, genau. Sie ist im Prinzip sogar als Aufzählung noch zu erkennen, in dem Fall, weil hier dieser Bullet als Charakter vorhanden ist. Aber ja, man hat jetzt irgendwie ein bisschen einen Non-Sequitur hier. Es passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Ja. Ist halt einfach nicht mehr zusammen. Genau. Es sind Spaces irgendwie dazwischen, die hier definitiv im Urtext, das heißt in dem Textformat, aus diesem dieses Dokument erzeugt wurde, so nicht vorhanden waren. Allerdings wahrscheinlich durch die Art und Weise, wie das Kerning hier gehandhabt wurde, durch den Formatierer, dann wieder bei der Rückübertragung in den Text kaputt gegangen ist und es wurden einfach Spaces eingefügt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das hat er auch nicht so richtig erkannt.
ein Fragezeichen hingemalt und dann ja. Ein C. Ja, genau, das C, das ist das Copyright-Symbol und Copyright-Icon und das ist hier kaputt gegangen, das ist eigentlich ein UTF-8-Zeichen, das gibt es eigentlich, aber an dieser Stelle hat das irgendwie zerlegt und es hat nicht wirklich funktioniert, das wiederherzustellen. Korrekt. Ist irgendwas gut gelaufen? Sie haben Probleme noch in Löcher aufgezählt. Was ist gut gelaufen? Ja. Also prinzipiell hätte ich nicht erwartet, dass er das, dass er mit dem Wasserzeichen überhaupt klarkommt und dass er der Text ja auch an sich so übernommen wurde. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das für einen Computer ja gar keine Rolle spielt, ob das jetzt eine Überschrift ist oder nicht. Er will ja den Text einfach nur so haben und das wird auch möglichst, keine Ahnung, das als eine Einheit. Ja. Und das ist ja relativ erkennbar, dass es jetzt ist, natürlich für den Menschen nicht mehr so gut lesbar, aber das wollen wir auch gar nicht mehr. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. Es hängt davon ab, was Sie wollen oder was der Computer, den Sie programmieren, soll und wem er dann nutzen soll. Das heißt, man kann sagen, der Text an sich ist da, man kann ihn interpretieren, er ist nicht völlig kaputt. Diesen Text könnte ich einfach so runterlesen, so wie ich diesen Text hier auch runterlese. Aber die Wörter, die einzelnen Überschriften und Teile sind vorhanden. Aber im Großen und Ganzen verliere ich halt Informationen über Formatierung, könnte man sagen. Und vielleicht ganz kleine Textartefakte. Aber im Großen und Ganzen ist der Text vorhanden. Das ist gut gelaufen. Ja. Ist noch irgendwas besonders gut gelaufen? Oder eine interessante Sicht? Vielleicht sehen Sie es nicht, da bin ich mir nicht sicher. Schauen Sie mal auf die Zeilennummern. Ja. Ich glaube, die Idee ist ja meistens, dass es irgendwie repräsentativ ist, was auch wo auf einer Zeile stand. Und bei Zeile 25 ist es, glaube ich, zum Beispiel, wo das 26 passt, das irgendwie da zu tun. Ja, können Sie sich vorstellen, was da passiert ist? Ich versuche es mal ein bisschen näher ranzuholen. Na, nicht ganz. Ich weiß nicht, ob man es genau lesen kann. Ich weiß nicht, ob es zu klein ist, aber ich sage es auch einfach. Hier, die Hyphenation wurde aufgelöst. Das Corresponding ist plötzlich ein Wort geworden. Und nicht nur Core minus und dann auf der nächsten Zeile geht es weiter. Da war das Programm schlau genug zu erkennen, dass das eigentlich ein Wort ist, beziehungsweise es ist auch so kodiert im PDF, dass das ein Wort ist. Und hat das Ganze wieder rücküberführt. Und das heißt, die eigentliche Darstellung, die wir hier sehen, dass Zeile für Zeile angegeben ist, die ist nur partiell erhalten geblieben. Das heißt, letztendlich haben wir nicht notwendigerweise die Zeileninformationen erhalten oder zumindest nicht vollständig, aber zumindest haben wir hier keine kaputten Wörter in dem Sinne, dass wir im Nachhinein feststellen müssten, ist das denn jetzt richtig, dass dort ein einzelnes Wort COR- steht und dann responding das nächste Wort ist. Oder hätten wir das zusammenfügen müssen? Das sieht man hier unten. Da gibt es auch noch weitere längere Zeilen, wo das der Fall ist. Ja, das ist also auch erstmal gut gelaufen. Wir müssen keine extra Klimmzüge diesbezüglich machen. Genau. Eine Frage dazu. Ja. Hätten wir jetzt vielleicht zwei, drei Zeilen hintereinander, wo die Wörter immer mit einem Minus verwendet werden, würde der dann alle diese Zeilen in eine zusammenfassen? Ja. Da gehe ich von aus und es kann sogar sein, dass hier einmal passiert ist. Wir haben hier eine dreizeilige Sache. Hier gibt es zweimal eine Hyphenation, Non-English und English und das müsste dann hier auch zu sehen sein. Non-English, ja, hier ist tatsächlich ein Fehler passiert. Non-English wurde zusammengefasst, obwohl es zwei Wörter sind, wo der Dash eine Rolle spielt. Das heißt, hier ist es falsch interpretiert worden und bei English hier dann korrekt. Also ja. Da funktioniert die Heuristik dann auch wiederum nicht perfekt. Ich sag mal, da wir ja davon ausgehen, dass wir diesen Text im Volltext indizieren wollen in einer Suchmaschine, ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn wir ein Vorkommen von einem Wort verlieren, davon ausgehend, dass wenn das Wort wichtig ist für das Dokument gemäß irgendeines Termgewichtsmaßes, dass wir zugrunde liegen wie die Termhäufigkeit, dass das Wort Englisch oder Non-Englisch dann auch vielleicht ein paar Mal öfter vorkommt und demzufolge kein großes Problem ist, wenn wir ein Vorkommen davon verlieren. Eine weitere Information, die wir verlieren, ist Fettdruck. Das ist auch schon weg, genauso wie Absatzinformation, die ist quasi weg.
die ist verloren. Wenn Sie irgendwas mit Absätzen machen wollen, dann müssen Sie da anders herangehen und gegebenenfalls hier erst eine Dokument-Layout-Analyse machen, um herauszufinden, welche Texte denn wirklich zusammengehören. Denn auch die Indentation hier, die üblich ist im Englischen bei Büchern, ist hier verschwunden. Was wir uns im Idealfall wünschen würden, wäre dann im Prinzip eine Ansicht wie diese hier. Da habe ich einmal mir die Mühe gemacht, das Ganze aufzuräumen, so gut es geht, und gegebenenfalls auch zu sagen, okay, wir erhalten die Absatzinformationen, wir fügen eine Leerzeile ein, wie es in der Unix-Welt üblich ist, also Linefeed, um Absätze voneinander zu trennen, und das wäre ein sehr sauberer Text mit ein wenig Markup, um ihn weiterhin menschenlesbar zu halten. Für den Computer ist das unerheblich, es könnte auch ein String hintereinander weg sein und zum weiteren Indexing dienen. Das wäre das Ideal. Es könnte sein, dass neuronale Modelle in Zukunft dabei helfen, diesen Schritt deutlich zu verbessern. Allerdings ist das noch nicht notwendigerweise heute der Fall und skaliert auch nicht sonderlich gut, denn wir können nicht Milliarden Dokumente durch eine GPU schmeißen, nur für so ein triviales Problem hier. Nochmal eine Frage? Funktioniert das dann auch bei eingescannten Seiten, die zu PDFs umgewandelt worden? Also, nein. Das ist ja wahrscheinlich dann so eine, die man als Textdateien in PDF umgewandelt hat. Nein, da kommt dann entweder Garbage raus oder einfach gar nichts. Oder es wird eine Fehlermeldung geworfen. Letztendlich ist ein Bild, das in einem PDF drin steckt, einfach nur ein Bild. Es sei denn, Sie haben eine Acrobat Professional oder irgendeine andere Software, die Ihnen darin dann Texterkennung macht und das Ganze dann wieder ins PDF hineinkodiert hat. Also nein, den Text kriegen Sie so nicht, da kommen Sie um OCR nicht herum. Ja. Was spricht es dagegen, bei der Indexierung gleich alle Dokumente einmal einmal durch zu scannen? Wie, wesbezüglich? Also konvertieren tun wir sie ja. Nochmal bitte. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, dass das nicht geschieht. Nein, ich habe gesagt, mit neuronalen Modellen wird das wahrscheinlich nicht geschehen, das heißt, weil es nicht so gut skaliert. Ansonsten passiert es natürlich, wir brauchen halt was Effizientes in dem Fall. Es soll so effektiv sein wie möglich, aber umgekehrt muss es effizient sein, wenn Sie skalieren wollen. Und abhängig natürlich von den Ressourcen, die Sie haben. Ich könnte mir natürlich lebhaft vorstellen, dass es Google herzlich egal ist, ob es ein bisschen teurer wird, die paar Milliarden Dokumente, die gerade relevant sind, oder zumindest die wichtigen Dokumente, besser zu verarbeiten, denn die verdienen genug Geld, um sich diesen Aufwand zu leisten. Das ist dann immer so ein bisschen ein Trade-off, den man finden muss. Warum machen wir diesen Schritt überhaupt? Wir könnten ja einfach den Müll so lassen, wie er ist, oder wir könnten auch versuchen, direkt aus dem Binärformat etwas zu indizieren, aber das Ziel der Konvertierung ist, eine möglichst einheitliche Grundlage zu erschaffen, sowohl für die EntwicklerInnen, dass sie ein einheitliches Eingabeformat haben, als auch für die nachfolgenden Schritte, damit man Fehler und gegebenenfalls Bias vermeiden kann. Das heißt, Aufwand, der hineingesteckt wird, eine möglichst saubere Textgrundlage zu erhalten, ist meistens nicht vergebens. Das betrifft auch Prototypen, die man baut, wie zum Beispiel in Ihrem Fall, wenn Sie Forschung darauf betreiben wollen, im Rahmen des Laborprojekts oder generell in der Forschung. In der Sprachverarbeitungsforschung oder auch im Information Retrieval, da kümmern wir uns manchmal um sehr komplexe, ich sag mal, sehr abstrakte Probleme, wo im Prinzip eine Voraussetzung ist, dass die grundlegende Sprachverarbeitung und so etwas in Anführungszeichen Banales wie das Konvertieren von binären Dokumenten zu Text einfach sehr gut schon gelöst ist und wir auf wirklich sauberen Texten arbeiten. Was de facto, wenn wir uns die Kollektionen angucken, auf denen tatsächlich die Forschung passiert, so sie dann zur Verfügung stehen, meistens nicht der Fall ist. Die Leute wenden irgendein Werkzeug an, was sich gerade anbietet oder was sie gerade kennen, hoffen auf das Beste und schauen dann nicht weiter hinein, sondern nehmen einfach das, was herauskommt dann aus den nachfolgenden Schritten. Und auf diese Weise können sich Fehler natürlich durchpropagieren, durch die gesamte Pipeline, durch die gesamte Textverarbeitungspipeline bis hin zum Endergebnis oder das Endergebnis gar im schlimmsten Fall komplett stören.
Ein einheitliches Format, das in Suchmaschinen sehr häufig vorausgesetzt wird, ist HTML. Die meisten Webseiten sind per Default schon in HTML. Es bietet sich an, dieses Format zu verwenden. HTML bringt schon genug eigene Probleme mit sich, was Inkonsistenzen anbelangt, denn wenn eine herkömmliche Web-Developerin ein HTML-Dokument erzeugt, muss das nicht zwangsläufig so sein, dass sie sich zur Perfektion an den Standard halten und man sich demzufolge als jemand, der HTML-Dokumente verarbeiten möchte, auch rein auf den Standard verlassen kann bei der Verarbeitung. Das bedeutet, man muss auch hier dann gegebenenfalls sanitizen oder eine Verarbeitung haben, die sehr robust ist gegenüber Fehlern im HTML. Nichtsdestotrotz, wenn Sie gerade bei PDFs auf den Google-Ergebnisseiten, bei manchen kann man das noch, die kleinen Metainformationen sich angucken, die teils unter einem Häkchen, unter einem Dropdown versteckt sind, können Sie das Dokument auch im Cache sehen. Und im Cache sehen Sie dann, dass dieses Dokument im HTML-Format vorliegt und auch inklusive Formatierung teilweise noch. Also das heißt, man darf davon ausgehen, dass Google insbesondere nicht nur den Plaintext heranzieht, so wie wir es üblicherweise machen, wenn wir kleinere Werkzeuge bauen oder Forschung betreiben, sondern dass Google auch eine gewisse Dokument-Layout-Analyse durchführt. Es hängt sehr stark vom Task ab, den Sie vor der Nase haben. Task im weitesten Sinne der Sprachverarbeitungstask, in unserem Fall halt die Vorverarbeitungsschritte für den Bau einer Suchmaschine. Und es könnten auch weitere Einschränkungen auf Sie zukommen, je nachdem, ob Sie gegebenenfalls Ihren NutzerInnen das Originaldokument nochmal auf irgendeine Weise zeigen wollen. Sei es auch nur als Referenz, dann müssen Sie zumindest feststellen, woher kommt der Text, teilweise auch seitengenau, von welcher Seite kommt denn mein Text, denn Dokumente sind üblicherweise paginiert. Oder Sie müssen sogar in der Lage sein, den kaputten Text, in Anführungszeichen kaputten Text, den Sie vielleicht einem Menschen dann doch nicht mehr vorsetzen wollen als Ergebnis einer Textverarbeitung, wieder zurückzuführen auf den Originaltext und anzureichern mit der Leistung, die Ihre Software bringt. Zum Beispiel anzuzeigen, dass hier ein bestimmter Bereich des Textes ist, der relevant ist für eine Suchanfrage. Aber man kann dann trotzdem, was natürlich NutzerInnen besonders mögen, direkt im Kontext der Dokumente, die sie kennen und vielleicht sogar selbst gelesen haben oder leicht interpretieren können, die Dokumente, das eigene Problem sehr leicht lösen. Das heißt, das ist dann ein UI-Problem, von hier wieder zurückzukommen, wenn man das möchte. Oder wenn es sich beim Task anbietet oder wenn es, ich sag mal, der Perfektionsdrang fordert. Was wird üblicherweise getan als Vorverarbeitungsschritte ungefähr in dieser Reihenfolge? Natürlich die Plaintext-Konvertierung als erstes. Dafür gibt es haufenweise Werkzeuge, die auch immer weiterentwickelt werden. Allerdings darf man davon ausgehen, dass in Unternehmen, die wie Google zum Beispiel, noch bedeutend bessere Werkzeuge vorliegen. Man kann also durchaus schon alleine sehr viel Aufwand hereinstecken, nur alle möglichen Binärformate irgendwie in Plaintext zu verwandeln, den Sie weiterverarbeiten können. Sie werden allerlei Probleme haben mit, wenn Sie heterogene Quellen für die Dokumente haben, mit allerlei Encodings, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Arten von Encodings auf verschiedenen Betriebssystemen. Die drei häufigsten sind halt Linux bzw. Unix, Mac und Windows, und Sie alle haben andere Default-Encodings teilweise. Das muss man auch, damit muss man umgehen können. So etwas Banales wie Zeilenumbrüche, wenn das eine Rolle spielt unter Windows, sind es zwei versteckte Zeichen, unter Linux ist es ein Zeichen, und wie eben gesehen, auch in dem Beispiel macht man dann zweimal einen Umbruch, um einen Absatz anzuzeigen, während das hier Carriage Return und Zeilenumbruch ist bei Windows. Ja, Metainformationen könnten von Interesse sein in irgendeiner Weise, und Sie wollen sie vielleicht vom Main-Content unterscheiden. Gehen wir hier nochmal zurück. In meiner gecleanten Version habe ich Metainformationen, wie zum Beispiel das hier oben, komplett weggelassen, dass er einfach nur ein Disclaimer ist und eigentlich nichts mit dem Inhalt des Dokuments zu tun hat. Auch diese Seiteninformationen sind nur Anreicherungen, um das Lesen zu erleichtern, sind zwar semantisch Teil des Dokuments, man könnte sie noch als Wörter aufnehmen, wenn diese Wörter nicht noch im Text vorkommen, aber in den meisten Fällen werden hier am Rand keine Wörter stehen, die nicht mehr im Text vorkommen. Demzufolge kann man das auch weglassen und einfach
nur den Hauptteil des Textes zusammen mit den Überschriften und gegebenenfalls dem Zitat nehmen. Das wäre die gecleante Version, und wenn Sie weitere Informationen benötigen, dann könnte man ja auch sagen, okay, ich möchte natürlich auch diese Metainformationen berücksichtigen. Absätze brauche ich, oder ich muss wissen, dass es sich hierbei um eine Überschrift handelt. Ich möchte diese Informationen aufrechterhalten und wissen, dass dies ein Disclaimer ist oder in irgendeiner Weise eine Legal Notice. Ich möchte vielleicht sogar wissen, dass diese Struktur hier da ist oder dass hier ein Wasserzeichen existiert. Das hängt davon ab, welche Art von Retrieval-Task Sie vor der Nase haben, wie exakt das wiederhergestellt werden können muss. Als nächstes Normalisierung und Paraphrasierung, darauf kommen wir gleich, da dreht es sich dann um die einzelnen Wörter, beziehungsweise gegebenenfalls auch um das Cleaning. Paraphrasierung bedeutet als Wort gleichbedeutend umschreiben, und Normalisierung kann halt bedeuten, dass man sogar das menschenlesbare Format verlässt. Da ist eine Meldung, ja? Nochmal bitte. Ja, ich finde gerade die Information, ob es jetzt nur eine Überschrift ist oder eine Teilüberschrift, ja, nur irgendwas im Text, fände ich eine wichtige Information, um eventuell halt die Relevanz des Dokuments zu bewerten. Ja, das kann man auch so sehen, ganz klar. Und üblicherweise werden auch gegebenenfalls Felder, das heißt solche Dokumentfelder wie Überschriften von Inhalt trennen oder die Titelei von anderen Dingen trennen, einzelne Sections voneinander trennen, Dokument, Abstract, Introduction, wie beim Forschungspapier oder ähnlichem, werden auch gerne getrennt. Dann muss man halt noch ein paar mehr Klimmzüge machen beim Indizieren und das irgendwie mit in den Index hineinschreiben, was wo in welchem Feld drin ist. Und Sie brauchen in Ihrem Retrieval-Modell, was Sie dann später noch sehen, gegebenenfalls eine Berücksichtigung der Tatsache, dass es hier einen Unterschied gibt. Also vielleicht eine unterschiedliche Gewichtung, abhängig davon, wo ein Wort vorkommt. Bezüglich der Wichtigkeit für das Dokument zum Beispiel. Wenn ich mich entscheide, ein Wort in den Titel zu schreiben, eines Dokuments, dann wird dieses Wort wahrscheinlich schon eine hohe Wichtigkeit haben für den Inhalt des Kapitels oder des ganzen Dokuments. Bei einem Wort wie Introduction, was natürlich generisch ist, hat man wieder andere Probleme. Genau, und als nächstes, und das ist dann mehr so ein Problem der Sprachverarbeitung, aber der Vollständigkeit halber sei es genannt, möchten Sie vielleicht bestimmte Teile von Texten auszeichnen. Sie möchten, dass Ihre Suchmaschine zum Beispiel Produkte besonders gut erkennen kann, und in demzufolge möchten Sie wissen, wo im Text steht denn ein Produktname oder ein Hersteller von Produkten, die mich interessieren. Und das sollte dann gegebenenfalls speziell erkannt werden und gegebenenfalls auch ganz exakt Byte-Position genau in der Textrepräsentation des Dokuments oder vielleicht sogar, wenn Sie das Originaldokument nochmal rendern wollen und es anzeigen wollen, sogar einfach bezüglich OCR nochmal rückgeführt. Und da meine ich dann diese Reversibilität gegebenenfalls zu maintain, nochmal, dass man weiß, wo in dem formatierten Dokument steht es denn wirklich drin. Man kann jetzt also auf Plaintext-Formate ein wenig unterscheiden, und diese Unterscheidung ist nicht scharf, könnte man sagen. Anformatierter Rohtext, also unformatierter Rohtext ist im Prinzip nur ein langer String. Und Formatierung habe ich jetzt hier oben schon reingebracht, indem ich gesagt habe, Absätze zeige ich an durch einen Linefeed. Das ist eine Vereinbarung, die ich jetzt mit mir getroffen habe und von der ich ausgehe, dass alle es verstehen. Es ist ja, Sie sehen das Dokument hier noch. Ein Computer sieht das Dokument nicht. Es ist auch für den Computer immer noch einfach nur eine Charakter-Sequenz, wo hier ein Zeilenumbruchscharakter ist, steht, der dann im Prinzip anzeigt, dass hier eine neue Zeile stattfinden muss. Aber es ist ein einzelner Charakter und es ist immer noch einfach nur eine Sequenz. Das heißt, für den Computer bleibt es ein Rohtext, egal was ich hier gemacht habe, aber es sind irgendwelche Artefakte da drin, die gegebenenfalls speziell behandelt werden müssen. Markup kann aber von Bedeutung sein. Und wenn Sie sich auf das Markup und bei dem, was ich da gemacht habe mit dem Linefeed, um Absätze zu trennen, handelt es sich auch um Markup. Wenn Sie sich auf das Markup verlassen können, dann können Sie das natürlich auch heranziehen, um zum Beispiel Felder zu erkennen, wie Absätze, wie Titel und andere Dinge.
Wo die Annotationen, die gegebenenfalls zu machen sind, nachher landen, das muss man sich dann entscheiden. Nutze ich ein spezielles Markup, um Annotationen direkt in den Text, in den Plaintext mit reinzuschreiben? Das wäre dann Inline, wie bei HTML-Dokumenten. Oder nutze ich ein externes Dokumentformat, das einfach nur von dem Plaintext oder von dem String, von dem unformatierten Rohtext, mir sagt, okay, von dieser Byte-Position bis zu jener Byte-Position soll folgende Annotation sein und da steht einfach eine extra Datei, wie in einer Datenbank. Und ich kann dann einfach schauen. Beides ist legitim, hängt sehr stark davon ab, wie wichtig es Ihnen ist, die Ursprungstexte unangetastet zu lassen. Oder zumindest die in Plaintext verwandelten Ursprungstexte. Als nächstes kommt dann der Schritt des Normalisierens und Paraphrasierens, den wir ein bisschen genauer betrachten wollen. Hier gehen wir dann auf einzelne Bestandteile von Texten herunter und säubern die. Und auch hier haben wir eine Auswahl. Wollen wir möglichst nah am Original bleiben oder in keiner Weise das Original, nun ja, den Urtext sozusagen, verändern? Oder ist es uns erlaubt, uns vom Originaltext zu entfernen? Wenn zweiteres der Fall ist, und das ist im Information Retrieval üblicherweise der Fall, dann können wir ein bisschen rigoroser vorgehen mit den Wörtern und anderen Teilen des Textes. Denn das Ziel wird meistens sein, dass wir über eine große Dokumentkollektion eine gewisse Unifizierung herstellen, dass gewisse Eigenschaften möglichst allgegenwärtig sind. Wie zum Beispiel, dass ein und dasselbe Wort, das dieselbe Bedeutung hat, auch immer gleich geschrieben ist, das heißt dieselbe Charaktersequenz hat. Dass wir Rechtschreibfehler auflösen oder sogar Grammatik korrigieren, wenn wir ein entsprechendes Werkzeug haben. Wir könnten auch Texte aus anderen Sprachen übersetzen, wenn wir so weit gehen wollen, um sie besser auffindbar zu machen, damit wir in nachfolgenden Schritten nur in einer Sprache suchen müssen. Wir können Texte mit zusätzlichen Dingen anreichern, mit zusätzlichen Informationen, zum Beispiel Abkürzungen oder Anaphern auflösen. Das heißt, Anaphern sind Rückbezüge auf etwas Vorhergesagtes in einem vorherigen Satz oder einer vorherigen Klausel. Wir können spezifische Formate erzeugen und den Text in gesprochene Sprache verwandeln. Das würde dann mitunter beinhalten, dass Zahlen in das gesprochene Wort der Zahl übersetzt werden können. Oder, und das ist dann der letzte Schritt, mit dem wir uns jetzt gleich noch auseinandersetzen, Kanonisierung von sogenannten Tokens. Annotationen in dem Zusammenhang können stattfinden auf verschiedenen Ebenen, syntaktische Ebene, bis hin zu Wortbestandteilen wie Phonemen oder Morphemen. Tokens, wie gesagt, hier setzen wir uns gleich noch mit auseinander. Das ist das, womit wir am meisten handeln. Es kann aber auch interessant sein, Sätze aus Dokumenten herauszuholen. Das sind dann die syntaktischen Einheiten. Es gibt Diskurseinheiten, wie wir eben auch schon gesehen haben, Paragraphen, die von Interesse sind, wenn Sie ein Dokument nicht als Ganzes hervorholen wollen aus Ihrer Suchmaschine, sondern in einzelne Paragraphen zerlegt. Es gibt typografische Einheiten. Sie könnten da Interesse daran haben, auch die Informationen aufrechtzuerhalten, auf welcher Seite eines längeren PDFs steht denn ein Text. Das heißt, auch diese Informationen könnten Sie mit auszeichnen und natürlich die Metainformationen, die man aus solchen Dokumenten herausziehen kann, wie oben schon gesehen, Randnotizen oder Überschriften oder andere Dinge oder auch AutorInnen-Namen. Kommen wir als nächsten Schritt also zum konkreten Fall der Tokenisierung. Das heißt, um einen String, der einfach nur eine Folge von Zeichen ist, angefangen bei diesem Zeichen und enden bei diesem Zeichen, zu verwandeln in einzelne Wörter, mit der die Suchmaschine tatsächlich was anfangen kann. Ein Token wäre dann hier jedes einzelne Zeichen des Satzes, das eine Bedeutung hat für den Inhalt oder die Aussprache des Satzes, also das von Menschen tatsächlich interpretiert wird. Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears. Wir haben die einzelnen Wörter, die Sie hier sehen, als Token, aber wir haben auch die Kommata als Token. Denn ich habe hier eine kleine Pause gemacht, als ich das gesagt habe. Ich habe zwar nicht sehr laut gesprochen, aber man hätte es auch schreien können, um die Aufmerksamkeit nochmal auf sich zu ziehen, dann wäre das Ausrufezeichen hier natürlich auch ein Token. Auf jeden Fall mit Nachdruck wurde das gesagt. Und
Ja, im Prinzip ist das jede Art von Charakter-Sequenz, die in irgendeiner Weise eine für Sie, für Ihren Anwendungsfall sinnvolle semantische Einheit ist. Ob jetzt Kommata, also Interpunktion im Allgemeinen, eine Rolle für Sie spielt oder nicht, das sei dahingestellt. Im Allgemeinen versucht man aber, den Text so zu zerlegen. Im Extremfall kann es sogar sein, dass man den Whitespace hier wiederum als eigenes Token behält. Auf diese Weise könnte man die Sequenz von Tokens wieder rückführen auf den Originaltext, Reversibilität. Aber das wird hier im Allgemeinen nicht gemacht. Diese Informationen verlieren wir dann an dieser Stelle schon. Wir können tokenisieren auf Wortebene, das ist das Häufigste, was wir machen und das, was wir benötigen. Aber natürlich, wie gesagt, auch auf Phrasenebene, lend me your ears, könnte ein Ausspruch sein, ein häufig angewandtes Idiom in einer bestimmten Textgattung. Und auf diese Weise könnten wir wollen, dass das zusammengehalten wird oder ähnliches. Wir könnten wollen, dass Aufzählungen zusammengehalten werden, wie hier oder ähnliches. Oder halt andere Arten von Redewendungen oder Phrasen, Noun Phrases zum Beispiel. Und natürlich Satzebenen. Wir könnten sagen, wir wollen Satzlevel-Token haben, um die dann erst im Nachgang weiter zu zerlegen, wenn man zum Beispiel einzelne Sätze retrieven möchte. Als Beispiel für irgendetwas. Betrachten wir also jetzt einzelne Token. Wir haben einen Plaintext genommen als String, ihn in Token zerlegt und als nächstes können wir jetzt die Token normalisieren, jeden einzelnen, um auf diese Weise zwischen allen Dokumenten, die wir haben, eine möglichst einheitliche String-Repräsentation jedes einzelnen Tokens zu erzeugen. Hier kommen wir nicht umhin, Sprachspezifika mit einzubeziehen. Das heißt, ab hier spätestens, aber meistens auch schon beim Tokenisieren, wird die Suchmaschine sprachspezifisch. Im Prinzip auch schon bei der Textkonvertierung, denn in unterschiedlichen Sprachen müssen Sie sich mit Left-to-Right, Right-to-Left-Encoding auseinandersetzen und ähnlichen. Da kommen noch andere Probleme hinzu, die man berücksichtigen muss. Hier am Beispiel des Englischen einige Situationen, in die Sie hineinlaufen könnten und die Sie gegebenenfalls normalisieren wollen oder nicht. Es hängt jetzt auch, wie gesagt, sehr stark davon ab, ob Sie erwarten, dass Ihre Suchenden nicht nur can't eingeben oder wenn Sie can't eingeben, auch nur das finden wollen und nicht auch cannot oder can not als zwei Wörter, sondern nur die Kontrahierung oder ob Sie das auflösen wollen und wie Sie das auflösen wollen. Das heißt, hier mit den Kontrahierungen, die im Englischen relativ häufig eingesetzt werden, muss man irgendwie umgehen. Das Gleiche mit Wörtern, die in irgendeiner Weise mit Hyphens verbunden sind, das wird nicht nur bei Hyphenation in formatierten Texten gemacht, sondern auch um Adjektivierung zu erzeugen oder ähnliches. Im Deutschen müsste man sich oder auch teilweise im Englischen gegebenenfalls mit komponierten Wörtern auseinandersetzen. Im Deutschen ist das besonders beliebt, einfach hier Computerlinguistik zwei Wörter zu einem zusammenzufassen. Es kann irgendwelche Abkürzungen geben, die Sie normalisieren wollen. Insbesondere kann es sehr viele verschiedene Schreibweisen für dieselben Abkürzungen geben. Und natürlich, wenn jemand nach PhD sucht, ob nun mit oder ohne Punkten, möchte man dasselbe finden. Aber man möchte gleichzeitig auch nicht die Punkte hier heranziehen als Satztrennzeichen, wie es gegebenenfalls an anderer Stelle ein Problem werden kann. Zahlendarstellungen können sehr verschieden sein und Sie wollen eventuell die Zahl als Ganzes als Token behalten, egal ob es sich um eine Kommazahl, also eine Dezimalzahl oder um irgendeine wissenschaftliche oder sonstige Schreibweise der Zahl handelt. Und es könnte natürlich sein, dass Sie bestimmte Arten von Named Entities erhalten wollen und zusammenhalten wollen und eben nicht trennen wollen, nicht San und Francisco voneinander trennen wollen, sondern San Francisco als Ortsname oder Telefonnummern oder Daten nicht voneinander trennen wollen. All das könnte ein weiterer Normalisierungsschritt sein, der auf der Token-Sequenz, Token für Token oder wenn Sie mit einem Fenster über die Token-Sequenz gehen, Fenster für Fenster, das dann jeweils um einen Token vorgeschoben wird, eine Reihe von Regeln, die man hier im Endeffekt anwenden muss. All das kann man Machine Learning basiert auch machen, keine Frage, da gibt es andere Ansätze. Man kann aber so oder so sagen, dass in keinem der Fälle ein perfektes Ergebnis zu erwarten ist. Sie können sich nur möglichst viel Mühe geben, um insgesamt möglichst saubere Daten zu erhalten.
wie kann ich nun tokenisieren? Wir haben schon ganz am Anfang bei der Architekturvorlesung eine Variante gesehen, das ist die Whitespace-Tokenisierung. Man kann einfach sagen, hier ist ein Whitespace, da trenne ich ein Token. Das funktioniert dann hier schon nicht mehr so gut, denn das Komma würde dran kleben bleiben am vorigen Wort. Also ich würde dann nur hier trennen. Das heißt, man muss dann immer noch ein, zwei Klimmzüge machen, um zum Beispiel Interpunktion von Wörtern zu trennen. Regelbasiert ist der Normalfall. Machine Learning basiert ist möglich, aber aufwendiger und Sie brauchen sehr viele, sehr gute Beispiele in der jeweiligen Sprache, um das dann ordentlich hinzubekommen. Und gegebenenfalls, wie gesagt, ist keine der beiden Varianten sehr gut. Regelbasiert ist verhältnismäßig leicht und geht schnell. Das bedeutet, Sie können auch große Textmengen sehr schnell vorverarbeiten. Hier ein einfacher regelbasierter Tokenisierer von Jurawski und Martin, der auf Basis eines alten Tokenisierers basiert und der Algorithmus ist hier gegeben. Eingabe ist ein Dokument in Form eines Strings, also die String-Repräsentation eines Dokuments und Ausgabe ist ein Dictionary, zweite Eingabe ist ein Dictionary of Abbreviations und Ausgabe ist ein Dokument, in dem tatsächlich durch White Spaces getrennt, also ein String durch White Spaces getrennt, jedes Token von einem anderen getrennt ist. Es werden zwei Initialisierungen hier vorgenommen, verschiedene reguläre Ausdrücke. Sind Ihnen reguläre Ausdrücke ein Begriff? Ja, sehr gut, haben Sie schon gehört, dann brauche ich hier nicht weiter darauf eingehen. Es werden verschiedene Zeichensätze definiert, alphanumerische Zeichen, nicht alphanumerische Zeichen. Es wird häufige Interpunktion definiert als Zeichensatz und einige Kontrahierungen, die man mit dem Wort Klitik umschreiben kann in dem Fall. Hier hochsprachlich, was passiert? Zunächst wird ein Whitespace um jeden unambigen, das heißt jeden klaren Separator drumherum gemacht. Dann wird ein Whitespace um Kommas herum gemacht, die nicht innerhalb von Zahlen stehen. Dann werden einzelne Token, die nicht von einem Letter vorangestellt sind, es werden Single Quotes verarbeitet, wo kein Buchstabe davor steht. Das heißt, das sind gegebenenfalls Tokenisierungen von Kontrahierungen, wo nur ein Anfang des Wortes abgeschnitten wurde. Genau, dann werden unambige Fälle von solchen Klitiks und Interpunktionen segmentiert. Und anschließend können wir den Text mit Hilfe einer einfachen Whitespace-Heuristik schon erstmals tokenisieren. Anschließend, in den letzten beiden Schritten, werden dann noch Fehler, die dann häufig gemacht werden, repariert. Es werden Punkte, die nicht Teil einer Abkürzung sind, segmentiert und außerdem zu guter Letzt die Klitiks optional, das heißt diese Kontrahierung hier optional expandiert zu ganzen Worten. Das kann man auch einfach regelbasiert dann machen. Der ganze Algorithmus, ich bin jetzt ein bisschen schneller rübergegangen, schauen Sie sich das nochmal in Ruhe an. Der ganze Algorithmus ist hier einfach mit einfachen Ersetzungsregeln im Set-Format als reguläre Ausdrücke angegeben. Das erkläre ich jetzt nicht alles im Detail, aber die hochsprachliche Erklärung, was dort passieren soll, die sehen Sie hier. Und auf diese Weise hat man schon einen sehr einfachen Tokenisierer erhalten, der zumindest einige Sonderfälle vernünftig abfängt, aber bei weitem nicht alle. Ein weiterer Schritt bei der Verarbeitung der Sequenz von Tokens, die wir am Ende aus diesem Algorithmus herausbekommen, könnte sein, dass wir bestimmte Wörter, bestimmte Token ignorieren wollen. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie Funktionswörter nicht benötigen, weil sie nicht inhaltstragend sind. Es ist eine Heuristik, die in Suchmaschinen sehr häufig angewendet wird, solche Wörter verschwinden zu lassen. Man spricht vom Token Removal oder Stopping, Stop Word Removal. All das sind Wörter, die Sie häufig dann vorfinden in solchen Indexing Pipelines. Also als einzelne Schritte. Und Funktionswörter sind nicht inhaltstragend. Wir haben an anderer Stelle schon gesehen, dass das Wort the quasi in jedem englischen Dokument vorkommt. Das heißt, die Postliste von the beinhaltet alle Dokumente, die Sie indiziert haben oder nahezu alle und ist deshalb nahezu unbrauchbar. Es sei denn, das Wort the taucht in einer Phrase auf. Das heißt, wenn Sie später noch Phrasen oder Bigramme indizieren wollen, dann sollten Sie die
Wörter dann doch erstmal nicht wegschmeißen. Wenn Sie tatsächlich nur ein Gramm indizieren, dann können Sie sie von vornherein wegschmeißen und sich so eine, durchaus eine Menge Aufwand ersparen. Denn je nachdem, wie die Auswahl der häufigsten Wörter ist, die Sie gerne wegschmeißen wollten, könnten das immerhin bis zu 50% der gesamten Masse an Wörtern betreffen und dadurch die Verarbeitung deutlich beschleunigen. Ob das wirklich am Ende der Effektivität der Suchmaschine was bringt oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Jeder einzelne Schritt und jeder einzelne kleine Algorithmus, den Sie haben, machen, muss man lokal evaluieren, aber auch global. Denn es kann sein, dass das Stop-Word-Removal die Gesamteffektivität am Ende negativ beeinflusst statt positiv. Auch wenn Ihr Verfahren dann vielleicht effizienter läuft. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, solche Tokens zu identifizieren. Das sind, wie gesagt, die Funktionsworte an erster Stelle oder an zweiter Stelle hier. Häufige Token an erster Stelle. Also das heißt, wenn Sie nur die Wikipedia indizieren wollen, dann wird zum Beispiel auf jeder Seite irgendwo das Wort Wikipedia wahrscheinlich auftauchen und sei es auch nur in irgendwelchen Metatexten. Und wenn Sie also in der Wikipedia nach Wikipedia suchen, finden Sie alles, aber nicht das, was Sie finden wollen. Es gibt nur eine Ausnahme, der Artikel, der Wikipedia-Artikel über Wikipedia, den Sie dann doch eher behalten wollen, wo dieses Wort natürlich auch dann häufiger vorkommt. Also das heißt, hier könnte man eine Mindestanzahl angeben, wie häufig das Token vorkommt in einem Dokument oder in einem Tokenstream. Interpunktion könnte man verschwinden lassen komplett, also Zeichenketten, die nur aus Interpunktionen bestehen, es sei denn, Sie sind an Smileys interessiert, zumindest wenn sie so kodiert sind, heutzutage nimmt man ja eher Emojis. Oder kurze Token, wie es zum Beispiel bei Track, bei der Tokenisierungsheuristik hier oben einmal gesagt wurde, es gab nochmal ganz am Anfang bei den Shared Tasks, die bei der Track-Konferenz stattgefunden haben, die einfache Heuristik, wir betrachten nur Token, die größer als 3 Buchstaben sind. Das hat natürlich auch Einschränkungen und wird heute üblicherweise nicht mehr gemacht. Aber es ist eine Möglichkeit und hängt sehr stark von Ihrer Anwendung ab, ob das Sinn ergibt oder nicht. Hier ein Beispiel für das Stop-Word-Removal, ein einfacher Text hier, the idea of giving computers the ability to process human language, bla 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 und immer so weiter. Und hier dann alle Funktionswörter zunächst verschwinden gelassen. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt einfach nur die Hauptwörter in diesem Text lesen oder die Verben und Adjektive, kriegen Sie immer noch eine gute Idee davon, was in dem Text los ist. Und letztendlich sind auch die meisten Computerrepräsentationen von Texten, die wir betrachten, dann einfach nur noch Mengen von Wörtern. Und die Reihenfolge spielt gegebenenfalls auch keine große Rolle mehr. Weitere Normalisierungsschritte, die man durchführen kann, Lowercasing von Token mit Nachteilen, dass verschiedene Wörter, zum Beispiel Produktnamen oder Personennamen, plötzlich dasselbe bedeuten wie die einzelnen Nomen dazu, verschwinden lassen von Interpunktion zum Beispiel, um auch eine einfache Heuristik zu haben, um Abkürzungen zu normalisieren oder auch die Rückführung von UTF-8-Zeichen auf ihre ASCII-Entsprechungen. Insbesondere werden sich viele Leute, die in Sprachen unterwegs sind, wo es nur sehr wenige Wörter mit diakritischen Zeichen gibt, sich nicht die Mühe machen, auf der mobilen Tastatur, die sie verwenden, um eine Suchanfrage einzutippen, dann jedes Mal lange zu drücken oder irgendwie sonst das Sonderzeichen herzustellen, um garantiert nach einem Kaffee zu suchen, anstatt einfach nur Kaffee mit E einzutippen und das auf dasselbe zu hoffen. Ja, Spelling Correction ist etwas aufwendiger, möglich, aber wird meistens ignoriert. Man geht eher davon aus, dass die Leute, die Dokumente bereitstellen, sich schon die Mühe gemacht haben, sie vernünftig zu schreiben. Und der nächste Schritt, und das ist dann das, womit wir uns jetzt noch ganz kurz auseinandersetzen wollen, die Lemmatisierung bzw. das Stemming von Wörtern oder im Allgemeinen die Analyse der Morphologie. Das heißt, der letzte Normalisierungsschritt ist noch ein bisschen aufwendiger, aber der bringt noch am meisten im Vergleich zu anderen Normalisierungsschritten. Aber Sie sehen, hier gibt es eine ganze Menge von Kleinigkeiten, an die man denken können musste und es gibt bestimmt noch mehr, an die man denken könnte, wenn man sich Ihre konkreten Fälle von Texten anschaut. Also an der Stelle ist durchaus Obacht geboten. Die Regel, gerade in Informatik, ist immer, schauen Sie sich Ihre Daten an. Die Rohdaten und das Ergebnis nach jedem einzelnen Schritt. Macht man das nicht, propagieren sich Fehler und zwar
exponentieren sich gegebenenfalls sogar die Fehler, die Sie am Ende als Ergebnis haben. Das ist die Gefahr dabei, wenn man das nicht macht. Viele machen es nicht und das ist ein Fehler.